Lebensmittelchemie studiere ich, weil ich sehr chemiebegeistert bin, aber auch mich sehr für die Ernährung interessiere. Findest du Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit spannend? Interessiert dich auch, wie man gesunde, wohlschmeckende, sichere Lebensmittel erzeugt? Dann bist du bei uns richtig. Im Studiengang Lebensmittelchemie beschäftigst du dich mit Inhaltsstoffen und deren Reaktionen, die dann entsprechend gestaltet werden. Ja, was solltest du mitbringen, wenn du gerne Lebensmittelchemie studieren möchtest? Zuerst einmal solltest du dich fragen, wie sind Lebensmittel zusammengesetzt? Du solltest dich dafür interessieren, was sind die bioaktiven Inhaltsstoffe in einem Lebensmittel? Welche Inhaltsstoffe machen ein Lebensmittel genusslich attraktiv? Welche riechen und schmecken? Besonders schön fand ich das Grundpraktikum in der Lebensmittelchemie, weil wir da zum ersten Mal dann tatsächlich an echten Lebensmittelproben die verschiedenen Bestandteile identifiziert und quantifiziert haben. Und das hat mir schlussendlich so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, dass der Studiengang der richtige ist für mich. Mir gefällt besonders am Studium, dass es vielseitig ist, man super viel damit machen kann, zum Beispiel in die Rechtsabteilung gehen kann oder auch in die Kosmetikbranche oder vor allem in die Ernährung. Mir gefällt, dass man sich mit alltäglichen Dingen beschäftigt. Also Lebensmittel nehmen wir jeden Tag zu uns und auch Kosmetika sind einfach Teil des alltäglichen Lebens und was eigentlich dahinter steckt, was für rechtliche Rahmenbedingungen es gibt und ja, wie das kontrolliert wird. Bei der TUM ist es direkt bei der Bewerbung aufgefallen, dass die Organisation einfach gut ist und die Kommunikation. In den ersten Semestern ist man in Garching und je weiter das Studium voranschreitet, desto mehr ist man in Freising, vor allem nachher im Masterstudiengang. Mit dem Abschluss des Bachelor- und Masterstudiums der Lebensmittelchemie hat man schon ganz gute Berufschancen. Man kann sich aber auch weiterbilden, die Ausbildung abrunden zum staatlich geprüften Lebensmittelchemiker oder Lebensmittelchemikerin. Das ist eine einjährige Ausbildung auf dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Davor und danach gibt es noch die Möglichkeit der Promotion. Nach meinem Master habe ich mich für eine Promotion an der TUM entschieden. Hier erforsche ich nun an volatilen Verbindungen, die von Pflanzen bei Stress emittiert werden. Im Anbetracht des Klimawandels kann meine Forschung einen Beitrag dazu leisten, die Weltbevölkerung mit stabilen Ernten zu versorgen und so auch den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Geruch, Geschmack, Gesundheit. Bist du bereit, die Lebensmittel der Zukunft sicher zu gestalten? Dann komm zu uns nach Weinstephan und Garching an die TUM zum Studiengang Lebensmittelchemie.